Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2 für die Switch. Fürs iOS. Oh, Mann, diese Switch. So, wir müssen jetzt einmal die Sonne holen aus dem Palast. Machen wir das? He will live in our hearts, and I will carry his battle ore until the end of my days. Ja, trauen wir nicht so weit über den Roboter, vielleicht kriegen wir ihn ja zurückbekommen. Das erste, wenn wir nach Pharao reisen oder Pharao oder so, denn das ist der Ort, wo. Ja, wo es halt, was sie gesagt haben, bevor dieser Mesprot verschwunden ist. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, dahin zu reisen. Alter, wie kommen wir denn hier nochmal rein, in diesen Scheißpalast? In die falsche Richtung gelaufen? Das kann auch sein. Wir gucken mal. Da vorne Eingang? Keine Ahnung. Ist einfach nur nervig hier gegen zu eiern, aber hier vorne ist Eingang, okay. So, rein. So. Holen Sie dieses Sonnenemblem, was brauchen wir? Soll hier irgendwo sein? Ja. There it is. The Trin, you hold on to it. Goddess soul, hear the wishes of my heart. My children, it is time to do our duty as knights. Let's return the emblem of sun to this place called Source. We can commune afterwards and remember all our adventures together. Ja, klar. All right. To the Archimedes gave me this key. It will open a passage for us in the mountains north of the White City. Okay. Das ist im Ursprung, das ist schon mal gut. So, die Sonne hat er. Die? S? Keine Ahnung. Irgendeiner hat diese scheiß Sonne. Aber wir müssen nach Pharao. Wir müssen auf die Karte gucken. Okay, können wir jetzt hier nicht sehen. Müssen wir noch kurz mal. Müssen wir wieder raus? Okay. Hat sie jetzt die Sonne an sich genommen da? Hat sie, ne? Ja, hat sie gut. Mal raus. Kann nicht rüber. Eichei, hätte mal runterspringen können, ganz lässig. Gut. Wir können ja auch mit dem Boot noch irgendwo hinfahren, weil wir müssen mal auf die Karte gucken. So, das ist die. Okay. Das ist natürlich die Karte, die wir nicht draußen. Wir müssen einfach zum Boot. Wo ist denn der Hafen? Na ja, gut, laufen wir erstmal hier längs. We will leave through the east gate. People of Arcadia, it is time to celebrate. Mesmeroth's army has been destroyed. My living fortresses have shown their power and burned down the enemy ships. Just like I burned down the dire folk army with the shield of Kronos 20 years ago. Those who oppose light and wander in the darkness cannot prevail. For Arcadians are unstoppable, and their future is written in the stars. Never has the world been more united. The Grand Corps already serves thousands of people in the White City. Nee, and it will soon enrich the lives of all the kings. Da fliegen, da, ne? I praise your boldness, Arcadia, and your citizens. Weiß nicht mehr. No, ja, genau. Flughafen. Genau, vielleicht können wir mit dem Ding fliegen. Dann können wir das ja ein bisschen nutzen, vielleicht. Nicht? Hier? Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Können wir mit denen nicht ein bisschen rumflattern? Dürfen wir das? Ja, das wollen wir. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hinfliegen können. So, wir haben die Karte, keine gucken. Genau, ups. Lass mal hier weiterfliegen. Er sagt was vom Pharao. Und ich weiß nicht, wo das ist. Also wir müssen uns das erforschen. Wo sind wir denn jetzt? Gut, wir fliegen mal hier kurz weiter. Das ist so blöd, dass man nicht schneller fliegen kann. Das wäre noch ein Highlight. Ja, wir fliegen in die Richtung. Den Weg kennen wir, da sind wir schon mal von hergekommen. Wir müssen alles hier erkunden, glaube ich.
Tun wir das nicht? Ist auch gar nicht so einfach, den Weg zu finden, glaube ich, dahin. Schau mal. Oh, fliegen kann er gut. Pyramide. Kann ich einfach landen mit dem, wa? Ich kann auch nicht sehen, was es da ist, ne? Das ist echt blöde. Hätte ich wahrscheinlich eher ein Boot nehmen sollen. Da können wir direkt an Land gehen, das können wir hier mit ja gar nicht. Aber ich habe doch eigentlich, haben wir doch mal viel mehr gesehen hier von den ganzen Gebieten, oder bin ich verkehrt? Ja, entdecken wir es halt alles mal so. Was ist denn hier zum Beispiel? Das sind die orangenen Punkte, kann ich da vielleicht landen? Kann das sein? Ah, guck mal, hier könnten wir landen. Das wollen wir aber gar nicht, weil... Oder doch, wir müssen einmal landen, um zu sehen, wo wir hier sind. Macht das sich an? Wo sind wir denn hier? Und gehen wir mal in dieses Periskop rein, wollte ich gerade sagen. Dieses... Wir lesen uns mal durch hier. Mondträne, Report. Ich bin Astronom, der von einem Mäßig beauftragt wurde, ein Objekt zu beobachten, das sich ein geiles Umlauf befindet. Das Objekt war immer schon im Nachthimmel sichtbar und die alten Arkadier nannten es die Mondträne. Meine Aufgabe ist es, den Entwicklungsverlauf zu verfolgen und in den weißen Stadt von meiner Erkenntnis zu berichten. Kann ich mal darauf aufpassen, du sollst mal lesen. Du, okay. Report 2. Nachdem ich die Mondträne jahrelang mit dem Teleskop beobachtet habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht natürlich aussieht. Es ist kein Eis, Metall oder Gestein. Es handelt sich um ein großes, vierstichiges Objekt, das ungefähr so groß wie die weiße Stadt ist. Liegt noch was. Bericht 3. Endlich ist was passiert. Die Mondträne reagiert auf Aktivitäten aus der Pirta-Region. Ich werde das Observatorium sofort verlassen und mich auf den Weg nach Archimedes machen. Okay. Gut. Also, es wird auf jeden Fall nicht die Gegend sein, wo wir hin sollen. Aber vielleicht sehen wir jetzt, wie es heißt hier. Oh, unser Flugzeug ist nicht mehr da. Verarscht er mich? Oh, da kommt er, okay. Ich hätte mich zu gewundert, wenn das weg gewesen wäre. Hä? Da muss ja vorne stehen wahrscheinlich, ne? Da. Gut, also es gibt ja noch mehr Landeplätze. Mal kurz auf die Karte gucken. Wir sind jetzt dort. Können wir jetzt mal in die Richtung fliegen. Und da drüben hin. Ist da hinten noch ein Landeplatz? Den nehmen wir mal mit kurz. Müssen wir mal gucken, wie die Gegenden heißen hier. Das nervt mich so ein bisschen. Also hier hinten waren wir, glaube ich, aber noch nicht. Ein bisschen blöd, dass der Pfeil blau ist, ne? Ich finde, der sieht man total schlecht auf der Karte. Naja. Lande doch mal hier. Finden wir hier raus, wie es heißt hier. Warum zeigt mir das denn nicht an, wie das heißt hier, wo ich bin? Kann man es irgendwo sehen? Da bin ich zu blöd, das zu sehen. Steht hier wirklich nicht, ne? Na gut. Gehen wir hier hin. Wissen wir gleich, wie es heißt hier. Urteil von Peter. Okay, da waren wir schon. Wieder rausgehen.
Also das hier wird es dann auch nicht sein. Tut mir leid, dass wir hier so wehr durch die Gegend eiern. Das ist wahrscheinlich eher so eine Search and sonst was Mission. Aber wir versuchen es weiter. So, warte. Okay, wir können noch weiter runterfliegen. Jetzt machen wir nochmal, wir fliegen mal zu dem anderen Punkt da hinten noch. Da gibt es auch noch irgendwas. Dann sehe ich schon die Landeplatte. Aber es ist natürlich doof, dass man nicht sehen kann, wie die Gegenden heißen hier. Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Da läuft irgendwie so ein großer Käfer wieder. So. Müssten wir doch einfach so aufblenden, wenn man landet, wie das heißt hier. Würde ja schon reichen. Das wird ja auch nicht hier sein. Das sieht ja überhaupt nicht nach sowas aus. Na gut. Jetzt sollen wir ja noch gar nicht nach Pharao. Vielleicht sollen wir ja erstmal nur was anderes machen. Sollen wir ja auch erstmal nur die... Keine Ahnung. Sollen wir was ganz anderes machen sollen erstmal? Man weiß es ja nicht. Gehen wir hier rüber. Aber es ist schön zu sehen von hier oben alles, ne? Irgendwie. Ups, können wir gegen den Baum fliegen? Oder fliegt er drüber? Ah, können wir uns auch so rumfliegen, okay. Hier ist ein dicker Zaun. Das sieht auch aus wie eine kleine Stadt oder so. Oder eine Festung. Wo wir wahrscheinlich noch nicht hin dürfen. Ja, so decken wir jetzt die ganze Karte mal auf, ne? Auch nicht verkehrt. Das ist ein Teil der Karte. Hä? Ist das nicht die Start-Dings hier? Bin mir sicher, ist das nicht die Start? Ja. Das ist die Start-Dings. Okay. Hier kann es also auch nicht sein. Aber, dann halt da weiter. Das hier kann es auch nicht sein. Hier waren wir. Genau. Nächsten Punkt. Ist das mit der Eisenbahn? Kann es ja eigentlich auch nicht sein. Wenn ich dieses Pharao nicht finde oder Pharao, dann ist mir das egal. Aber er sagte nämlich hier, wenn man hier mal reingeht. Warte. Irgendwo hat er was gesagt da, ne? Wo war das? Ja, besucht sein Grab in Pharao. Aber mal einen Tipp geben können, wo Pharao ist, ne? Oder? Finde ich. Gehen wir außen rum. Und hier ist anscheinend. Gut, gehen wir hier zurück.
Der nächste Anflugpunkt wäre da, ne? Hier ist es auch nicht. Wahrscheinlich das Tor sein, wo wir da rein sollten. Behaupte ich mal. Okay, es geht mir auf den Sack, dass wir es nicht finden können. Wir müssen da hoch. Da gibt es leider keinen Punkt, wo wir landen können. Das heißt, wir können nur hier... Wir können nur hier draußen landen. Und dann dahin laufen. Dann machen wir das. Ja, das geht. There is something Mesmeroth said. He said, visit his grave in Faroe. That is the hometown of both Mesmeroth and Corbin. Ja, und? Kannst du mehr darüber sagen? Kannst du nicht, ne? Ja. Das war ja gerade, dass ich herausfinden wollte, du Heopai. Na gut, dann laufen wir hier längs. When I was a child, all these lands north of the White City were farmlands and small settlements. Look at these pipes now crawling on Gaia's lap. It's like a tumor. People don't come here anymore, and I don't blame them. Da müssen wir, glaube ich, durch irgendwo da oben. My grandfather will be satisfied with the completion of the Grand Corps. I don't know, Trim. He is not like common men. Something inside him burns like fire and drives him to excellence. Sometimes I wish he was like us. Ja, das wünsche ich auch. Ich glaube, er ist ein größenwahnsinniger Spinner. Schneide es noch. Vor allem frieren wir nicht wie bei Zelda. Wir müssen andere Klamotten anhaben. So, den Schlüssel haben wir doch wahrscheinlich. Gehen wir da mal rein, ne? In die Höhle des Löwen. Die gute Stube. Perfekt. Da ist der Stadt Ursprung. Okay, können wir uns mal ein bisschen um. Ich glaube, wieder neue Gegner hier, man weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall mal schön anders aus, die Gegend. Lasse Trin einen gefrorenen Feind zerstören. Ich glaube, man kann es kaputt machen, kann man gar nicht. Auch nicht. Die, oh, die Fliegenpilze, die kann man auch nicht. Ende der Welt. Mais, sieht jetzt nicht so einladend aus, ne? Na klar, finden wir einen anderen Weg, was da kaputt ist. Ich glaube, hier können wir hoch. Oh. Das wird nicht leicht. Das ist ein ganz schön langer Weg dann außenrum. Oh. Ja, schön. Gut, laufen wir noch ein bisschen weiter. Rollerrutschen? Hier, yes, sliden, wie so mit Snowboarden. Stufe 10. Durch eine helfende Bemühung hast du dir den legendären Ritter erster Klasse verdient. Du kannst einen Bonus von 500 Münzen, kannst jeder 10 Zauberstriche trinken. Außerdem wurde dein Leben aufgefüllt. Danke. Let's head down there. Ja, lass mal zu der Stadt gehen. When I was young, I heard of a place up in the north. Where the knowledge was preserved, where the philosophers. Da stehen so ein paar Menschen. Sind sie uns freundlich? Oder böse gesinnt? Knowledge of whom? Werden's rausfinden. We are near the beetle. It could be the knowledge of the ones who built them. Was sind keine? Die sind. What is this place? All these statues are so lifelike.
Stimmt. This took place many years ago. Could have been during the last war. Oder wollen wir reingehen? Do I need to say it? To collect the emblem of Sun. Okay. Gruselig. Naja, wir gehen einmal hier außen rum. Dann so oben, vielleicht gehen wir mal dieses. Hast du was drin in deiner Kiste? Sind die alle zur Statuen verwandelt hier? Den Schlüssel, kriegen wir den auch auf? Wahrscheinlich nicht, aber hier sieht es auch aus wie ein kleiner Rätsel. Schlüssel des hohen Philosophen. Mal hier. Let's find the key to the High Philosopher's House. Ah. Ist die irgendwo anders hingelegt werden, die Kugel? Und where? Mal da rein. Mal drin, ob der eine Lösung hier drin gibt. Hier gibt es auch immer ein Buch. Gaia ist die Arena im Raum und Zeit, in der man auf die Ewigkeit vorbereitet wird. Die physische Welt ist nur ein vorübergehender Ort der Prüfung, in dem wir nach unseren moralischen Neigungen leben können. Kronos zeichnet alles auf, was wir in Gaia tun. Archimedes, mein lieber Studienkollege, du kennst dich zwar bestens mit den alligen Athleten aus, aber ich sehe, dass du dich schwer tust, meine Arbeit über die Natur der Zeit zu verstehen. Du wirst sie verstehen, wenn es du es schaffst, dir eine Schicht unter Gaia vorzustellen. Unserer Welt und Arena des Lebens. Es ist das Reich von Kronos, Zeitraum und die große unbekannte Ewigkeit. Unsere Existenz ist eine Spirale des Lebens. Der Bogen der Existenz und dessen Spiegelbild die Ewigkeit. Wenn du bloß nicht so stur wärst, würde ich gern noch mehr mit dir darüber reden. Sturer. Oh, das ist noch eins. Selbst wenn man nach alten moralischen Philosophen legt, fällt das Leben aus der Nähe und Ferne betrachtet immer in die Kategorie des Chaos. Aber auch die Muster des Chaos müssen an den Bogen der Existenz angepasst werden, den Kronos bereits festgelegt hat. Freier Wille existiert nur bis zu einem gewissen Punkt. Jede freie Wahl wird getroffen, um sich letzten Endes mit Kronos ultimatives Schicksal zu vereinen. Gut. Also diese Kugel, die werden ja irgendwie für irgendwas gut sein. Wir legen wir erstmal wieder. Wir legen erstmal wieder dahin. Wo war meine Kugel nicht weg? Ja. Soll da platziert werden, aber da müssen es ja noch irgendwie mehr davon geben. Lass uns da drüben mal gucken. Und der Schlüssel des großen Philosophen. Hier kommen wir nicht rein ins Haus. Zugefroren, aber vielleicht ist ein Brunnen. Auch nicht rein. Ja, hier können wir über den Zaun hüpfen. Statt durch das Tor zu gehen. Wenn das geht. Das ist jetzt auch ein bisschen quatschig, oder? Ganz im Ernst, wir kommen nicht durch, weil... Das ist wirklich so ein bisschen Quatsch. Machen wir mal ein bisschen Erkundschaften hier die Gegend. Aber geil, da liegt einfach so ein kleiner Gartenzaun. So ein Jägerzaun. Der uns einfach blockiert. Da können wir nicht rüber. Tut mir leid. Das geht nicht. Das Knie hoch. Mein Gott, sie haben ihm die Schnürsenkel zugebunden. Na, kennt ihr den Film? Muss man nicht kennen, war Schrott. Mein war eigentlich sehr witzig. So, versuchen wir mal weiterzukommen. Kommen wir auch nicht rein. Und da sind wir gekommen, dass wir von dem Hof gehen. Nix. Von da kommen wir von da oben. Oh, guck mal, da können wir reinklettern. Klettern wir doch mal rein. Okay. Nee, ich wollte nicht raufklettern. Ich wollte rein drinnen bleiben. Oh. Ach, wir entdecken jetzt irgendwelche Geheimnisse hier. Aber gar nichts. Na gut. Da hinten geht's noch weiter hoch. Gehen wir doch mal da hoch. Ja, wollte ich auch da was aufsammeln, was?
guck mal hier. Hier sieht es doch schon wieder ein bisschen... Hier müssen wir wahrscheinlich die blöde Kugel platzieren, wie ich gerade sehe. Oder? Okay, holen wir nochmal die Kugel. Mein Gott, hätte man die gleich mitnehmen sollen. Das ist schon ein ganz schön blöder, langer Weg. Reicht da nicht? Ist das wirklich? Ist ja auch Quatsch. Ja. Gut. Sehen wir gleich mal, was passiert, wenn wir die Kugel darauf legen. Und zurück, liebe Leute. Kommt mit. Macht so viel Spaß, mit der Kugel durch die Gegend zu rennen. Die Reflexionen da drauf sind ganz nice gemacht, ne? Guck mal. Oder reflektiert wirklich so die Umgebung, ne? Das ist gut gemacht. Kann auch eine andere Umgebung sein, weiß ich jetzt nicht, aber sieht irgendwie nice aus. Was wir sagen, schon für so ein Handyspiel, das ist schon nicht schlecht, ne? Also, echt nicht verkehrt. So. Gehen wir die Kugel mal da hoch. Ah. Bin gleich da. Okay. Da drin finden wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Vielleicht. Mal rein müssen wir. Treten. Wie Fortschritt gespeichert. Aber wahrscheinlich Gegner, wo man theoretisch überall hin könnte. Aber da können wir doch nicht hin. Wollen wir rauskommen? Muss man wahrscheinlich alle freischalten, damit man durch die Portale irgendwie herbeamen kann vielleicht. Was ist auf jeden Fall noch eins, wo wir, was wir schon mal eröffnet haben. Da kommen wir natürlich ganz schnell hin. Aber da wollen wir gar nicht hin. Nee. Hm. Ja, also haben sie nicht so weit gebracht. Ich dachte, man kriegt einen Schlüssel da für dieses Tor. Und anscheinend nicht. Nun gut. Aber wir stoppen einfach mal hier. Ich gehe jetzt wieder zurück einfach nur. Und wir gucken mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dann. Tschüss.